Hallo, ich bin der Georg aus der 08er Gruppe und ich zeige euch heute unseren Freilandbereich und erkläre euch, wie viel Fläche wir für die Freilandhühner brauchen, wie wir den Auslauf strukturieren, was wir immer wieder verbessern und wie arbeitsaufwendig das ist. Also wir sind hier auf unserem Freilandacker. Wir haben im Stall 12.000 Freilandhenne. In der EU ist es geregelt, dass jedes Tier 4 Quadratmeter Fläche braucht. Bei 12.000 Tieren sind es 4,8 Hektar, also 48.000 Quadratmeter, die wir den Freilandhühnern zur Verfügung stellen müssen. Unsere Fläche ist sogar noch ein bisschen größer, sind 5,3 Hektar, sprich so groß wie ungefähr 6 Fußballfelder. Das Problem ist, dass die Hennen, man sieht es jetzt hier schön, unter Tag eigentlich gar nicht groß rausgehen. Sie verteilen sich relativ ungleichmäßig auf der Fläche. Deshalb haben wir hier verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Hennen Schutz zu bieten. Huhn will immer Schutz haben vom Raubvogel, vom Raptor. Also die braucht immer eine Fläche, wo sie sich dann verstecken kann. Auf der freien Ebene geht ein Huhn nicht raus. Deswegen haben wir hier ganz am Anfang haben wir verschiedene Obstbäume angepflanzt in diesem Bereich. Mirabella, Zwetschge. Damit die Hühner hier was haben. Wir sind hier jetzt bei einer der drei Pappelnalleen. Ich habe jetzt dieses Jahr 250 Pappeln gekauft. Die haben wir jetzt auch wieder standförmig oder alleeförmig angelegt. Bewässern die jetzt hier, damit die sich auch gut entwickeln können. Da wir aber mit den Weiden die Erfahrung gemacht haben, dass die Hühner alles bepicken, was rauskommt, haben wir diese Pappeln jetzt geschützt, damit die Bäume jetzt ein Jahr lang Zeit haben und die Chance haben, sich schön zu entwickeln und groß zu werden. Jetzt haben wir hier den Zaun gemacht. Insgesamt, das sind 1,5 Kilometer Länge vom Zaun. Ist sehr arbeitsaufwendig, weil du mindestens einmal in der Woche, spätestens alle 2 Wochen, hast irgendeine Fehlstelle. Wenn der Zaun sich rausbiegt und dann gegen die Litze kommt, dann gibt es einen Kurzschluss. Dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Hier haben wir noch ein paar Steine hin. Die vorletzten Hühner, die wir hatten, die hatten sich da einen Spaß draus gemacht. Die haben sich da eingebuddelt und deshalb haben wir hier jetzt die Steine liegen. Einmal im Jahr, wenn der Stall für die neuen Hühner gerichtet wird und gewaschen und desinfiziert, indem wir hier außen auch noch die Fläche säubern und desinfizieren, so gut es geht. Wir nehmen hier immer Brandkalk, 3 bis 4 Tonnen Brandkalk, die tue ich dann in der große Mischstreuer rein, noch ein Baller Stroh dazu. Und dann fahren wir hier mit dem Schlepper über die Fläche und verstreuen den Brandkalk. Das hat den Effekt, dass der Keimdruck, der doch entsteht, wenn da jahrelang Hühner hier sind, reduziert wird und auch Würmer, die es im Außenbereich gibt, die werden dadurch auch bekämpft. Wir sind hier jetzt genau im Eingangsbereich vom Freilandstall, wo die Hühner hier raus und reinkommen. Morgens um 10 machen wir den Stall auf. Abends, sobald es dunkel wird, gehen die Hühner dann von alleine wieder rein. Und wir machen dann aktuell 9:30, 10:15 machen wir den Stall zu. Ich hoffe, ich habe euch das gut erklärt, wie viel Arbeit es ist mit den Freilandhühnern und wie aufwendig es ist, auf der Fläche die Hühner zu halten. Ich möchte euch noch um 2 Sachen bitten. Erstens mal abonniert unseren YouTube-Kanal und abonniert unser Instagram. Danke.